Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ich habe es rausgefunden, wie wir das Buch kriegen. Gib Cashcard zu Anhänger. Das war das Richtige. Ich habe immer benutze Cashcard gemacht. Ich muss sie ihm geben. Kostet 42 Dollar. Auf dass du wahre Erleuchtung findest. Okay, jetzt haben wir das Buch. Mit dem können wir, glaube ich, zum Guru. Aber ehrlich gesagt, haben wir nicht mehr so viel Geld, oder? Lease Cashcard. 5000. Kostet gut 2000, dass ich jetzt wieder dahin fliege. Nochmal recht viel. Nee, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt rausfinden, wie man Lotto spielt. Das steht doch bei dem Kerl in dem Laden sogar, spielen Sie hier Lotto bitte. Oder so. Louis Laden. Louis Lotto Laden. Da schauen wir jetzt mal, ob das da irgendwie geht, dass ich da Lotto spiele. Hallo, junger Mann. Verkaufe. Lease. Geh zu Lotto. Lies. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Spiel Lotto. Ja, aber wie denn? Bargeld für alles Mögliche. Keine unangenehmen Fragen. Zahlen Sie mit Cashcard. Okay, warte mal. Versuchen wir es mal wie gerade. Hier habe ich kein Gib. Kaufe. Kaufe Lotto. Ah, ich würde gern das hier kaufen. Komm herüber. Ja, das funktioniert. Dann verdienen wir jetzt ein bisschen Geld, oder? Hoffentlich. Also ich meine, mal schauen. 10 Dollar kostet das. Hier meine Cashcard. Danke. Ritsch, ratsch. Hier und viel Glück. Geben Sie 4 Zahlen ein. Okay. 4 Zahlen. Was gebe ich jetzt ein? Ich nehme immer die gleichen auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht welche. Ich nehme 64 und 64. Was ist noch eine gute Zahl? 64 mag ich. Das ist eine schöne Zahl. Wegen C und N 64. Und dann nehmen wir noch, keine Ahnung, die 7 und die 5. Hoffentlich gewinne ich. Kommen Sie nach der Ziehung wieder und ich sage Ihnen, ob Sie gewonnen haben. Wann ist denn die Ziehung? Danke. Aha, ich hab's gewusst. Wartet mal, ich habe nämlich eine Idee. Ich glaube, das ist mein Raumanzug. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, die Sauerstoffmaske, der Glashelm und der Taucheranzug. Wahrscheinlich bräuchte ich noch Handschuhe oder so. Aber ich glaube, das ist mein Space-Anzug. Ich nehme nur den Sauerstoff lieber wieder ab, weil ich Angst habe, dass der sonst leer wird oder irgendwie sowas. Sodala. Ja, dann weiß ich es jetzt auch nicht, ne? Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich doch wieder zurück. Ach so, ich muss erst das Glas abnehmen. Dann kann ich die Tröte benutzen. Gut, dann fliege ich jetzt da nochmal hin und dann hoffe ich, dass wir da nicht irgendwann mal feststecken bleiben, weil wir kein Geld mehr haben. Ich weiß es jetzt auch nicht.
Aber wisst ihr was, dann schaue ich mich jetzt... Nein, warte mal, in London umschauen bringt gar nichts, ne? Oh, das ist schon irgendwie übel. Das ist so teuer. Das hilft nichts irgendwie. Shit, ey. Das ist wirklich... Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hängen bleiben, weil ich das ganze Geld mit Fliegen ausgebe. Na, hilft nichts. Los geht's. Benutze Terminal. Boah, ey, wenn wir jetzt wiederkommen, haben wir nicht mehr so viel Kohle mit Zack. Außerdem habe ich jetzt Angst, dass ich gleich wieder verhaftet werde. Aber trotzdem versuche ich es jetzt mal. Ah, schnell hier. Bitteschön. Gib Buch dem da. Nenn nicht der Tür. Gib Buch zu Wächter. Oh, du bist ein Anhänger des Guru. Du darfst eintreten. Wie die Tür? Darf ich die Tür eintreten? Das finde ich ja cool. So, was haben wir denn hier? Zettel an der Wand. Flugblatt. Kauf das Buch, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golfpunktezahl senkst. Okay. Verleih an Swami Holunder für den Weltrekord von 19 Schlägen auf dem Kurs von Pebbles Beach. Ist das ein Golfguru? Lies die Postkarte. Ein Bild von einer afrikanischen Schamanin und dem Guru beim Golfspielen. Ich rieche böses Karma. Du musst warten, bis es verflogen ist. Geh nicht weg. Geh nicht weg. Statue. Benutze Statue. Das klappt nicht. Lies Statue. Da gibt's nichts zu lesen. Nimm Statue. Das kann ich nicht mitnehmen. Drück Statue. Zieh Statue. Öffne Statue. Schließe Statue. Zieh an Statue. Zieh nochmal an Statue. Nimm ab Statue. Du hast deine Sünden abgelegt. Und du hast den blauen Kristall bei dir. Ich werde dich seine Bedeutung lehren. Er wird dir ermöglichen, deinen Geist auf ein Tier zu übertragen. Konzentriere. Eine Stunde später. Dann schmorst du es mit einer Prise Knoblauch in Jackbutter und... 2 Stunden später. Und da sagt er, das war keine Lady, das war meine Frau. Hahaha, kapiert? 3 Stunden später. Aber das klappt nur, wenn du in Kontakt mit der Erde bist. Nun geh und tu etwas Gutes. Okay. Jetzt können wir die Kontrolle über Tiere mit dem blauen Kristall übernehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Zeig dem Wächter das Buch. Du darfst zum Guru. Sollte dieser böses Karma riechen, musst du tun, was er sagt und eben kurz warten. Danach erfährst du, wie du den blauen Kristall einsetzen kannst, um deinem Geist einem Tier zu übertragen. Zeig dem Jack die Cashcard, um zum Flughafen zurückzukehren. Nun darf Sack nach Miami fliegen. Von Kathmandu aus geht das über London. Dann mache ich das. Ich halte mich jetzt wirklich an den Guide, was das Rumfliegen angeht. Weil dadurch, dass ich jetzt einmal extra fliegen musste, habe ich echt Angst, dass uns das Geld ausgehen könnte. Und das wäre mal richtig blöd. Weil ich glaube, dann sind wir quasi Game Over. Also, zurück nach London. 1500. Ich glaube, wenn wir das jetzt gemacht haben, sind wir wirklich schon ziemlich nah am Pleite-Geiertum. Zumindest sind wir nicht mehr sehr reich. Lee's Cashcard. 1800 nur noch. Oh Gott. Dann jetzt wirklich ohne weitere Umwege schnurstracks nach Miami. 500. Na, das können wir uns gerade noch leisten. Ich hoffe, in Miami gibt es tolle Geldquellen. Was sonst habe ich Angst. Oh, wer ist das denn? Privatdetektiv. Hast ein bisschen Geld für mich? Ich habe schon im Guide gelesen, eher versehentlich, dass ich dem das Buch geben soll aus irgendeinem Grund. Penner. Aha. Penner, bleib mal stehen. Komm schon. Gib Buch Penner. Ich hab vom Guru gehört. Lass mal gucken, was der so sagt. Aha. 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 Jetzt verstehe ich. Ich brauche den Whisky nicht mehr. Hier, nimm. Danke. Das ging aber schnell. Der Guru ist anscheinend ein ganz schöner Hund. Okay, jetzt haben wir Whisky. Scheint kaputt zu sein. Sind wir zum Flughafen gefangen, oder wie? Was? Flughafen drin, wir haben Penner, den wir Buches Purus geben, Whisky. Miami selbst scheint leider kaputt zu sein. Stattdessen machen wir einfach einen Rundflug über das Bermuda-Dreieck. Was? Was bitte? Muss ich das hier kaufen, oder wie? Bermuda. Hey, woher soll man denn das immer wissen? Aber der Bermuda-Dreieck-Rundflug ist wenigstens billig. Na dann los. Wenn das Spiel das sagt, machen wir das. Guckt euch das an. Ich liebe das Bermuda-Dreieck. Die Wine Wind Tours. Man weiß nie, was einen erwartet. Deswegen gab ich dir einen Fallschirm. Ah ja, sieh schon. Soll ich den benutzen gleich? Hey, ich weiß, ein guter Witz. Das Flugzeug sieht von den Proportionen her irgendwie falsch aus. Hast du schon von unserem Basketballteam für kleine Leute gehört? Das Spiel ist in den 80ern. Urteilt nicht zu harsch über die Witze teilweise. Das Team heißt Bermuda Shorts. Hahaha. Ja. Aus den 80ern, Leute. Ist 40 Jahre alt. Na, stimmt nicht. 32. Da war sowas noch lustig.
Was passiert jetzt? Alles verschwimmt. Das Wasser schimmert so seltsam. Wow. Oh, wow. Warum sehen die Raumschiffe alle aus wie Autos? Ich hasse es, wenn das passiert. Passiert das öfter? Wie war nochmal die Kombination? Ah ja. Rot. Hellblau. Grün. Gelb. Kommst du oder bleibst du? Das weiß ich noch nicht, ob ich komme oder bleib. Ich glaube, ich bleib, oder? Das ist schon interessant. Ich schau mal kurz. Okay. Für den genervten Piloten ist das offenbar nichts Neues. Er gibt einfach den Fahrtcode ein. Notieren! Und verschwindet wieder. Okay, notieren wir uns den Farbcode. Ich muss irgendwie Notizen machen. Ich habe keinen Stift. Wie soll ich Notizen machen? Ich kann bestimmt am Tablet irgendwo Notizen machen. Notiz. Neue Notiz. Hallo. Okay, Achtung. Das war rot. Hellblau. Grün. Und gelb. Ist eher türkis, ne? Nicht hellblau. Na, wenn schon, denn schon. So, passt. So weit, so gut. Was machen wir jetzt? Zack dagegen sollte an Bord des Raumschiffs bleiben. Deswegen sind wir hier. Betätige die Türklinke. Na gut, okay, machen wir jetzt einfach. Da lese ich gar nicht mehr weiter. Benutzen wir die Türklinke. Knopf. Wow. Der hat uns hier einfach zurückgelassen. Reporter wird zum Weltraumkadetten in einem Weltraum-Cadillac. Ein Weltraumkadett im Weltraum-Cadillac. Ein Gefangener! Folge mir zum King! Treffen wir jetzt endlich Elvis? Du bist aber nicht der King. Du bist nicht Elvis. Oh King, hier haben wir einen Gefangenen. Hoppla. Ah, so ist das also. Aha! Nu, was tun wir mit dem Kerl? Soll er einen Metro-Schleim von unserem Raumschiff abputzen? Nee. Soll er eine New Age-Musik in unserem Fahrstuhl zuhören? Nee. Soll er Ballplatzer gegen den Droid 9 Spieler? Nee. Klebe mal Ebes Geld an ihm fest und werfen ihn zu der Rechtsanwält. Nee. Wir setzen ihn in de Mindbender. Schnappt ihn! Wo hast du die Artefakte her? Du kommst mit mir. Warte, danke für die Artefakte. Bis bald. Ich
halte den Lärm nicht mehr aus. Es ist so viel lauter hier drin. Ich verliere den Verstand. Listiger Boulevardreporter von Weltraumwesen entführt. Lustiger Boulevardportier von Traumwesen verführt. Lustig Porttraum führt. Laza laza blu bla blu bla blu bla über oh, guck mal, meine ganzen Optionen verschwinden, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja witzig. Oh. Schnell tröte, solange es noch geht. Jetzt kann ich nicht mehr tröten. Aber ich kann noch wechseln. So. Ich hoffe, das war alles richtig so. Weil, ja, okay. Schauen wir mal. Oh oh. Hä, der Gefangene sollte inzwischen den Verstand verloren haben. Jetzt habe ich wirklich kaum noch Optionen. Das ist irgendwie witzig. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mal verkleiden. Oder? Aber das ist schon echt lustig, finde ich. Mir geht's schon wieder besser. Ah, es kommt zurück. Es kommt zurück. Gleich kann ich mich hoffentlich wieder verkleiden. Und dann hole ich mir die Sachen einfach mal wieder. Aber warum sollte man das dann überhaupt machen? Warum führt uns der Guide überhaupt dahin? Das ist irgendwie komisch, oder? Ich meine, wir sind jetzt immerhin kostenlos wieder heimgekommen. Ist auch nicht schlecht. Nimm ab. Gib mir Tee an. Nimm. Schließe. Für Elise. Ich schließe für Elise, wenn ich niese, Hatschi. Okay, Leute, machen wir für heute Schluss. Sonst werde ich noch wahnsinnig. Und beim nächsten Mal haben wir Zieh an. Na dann, machen wir das noch schnell. So, aber unser Zeug holen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.